der mit Abstand stärkste Deutsche in der gesamten Vorbereitung. Es lief nicht optimal gestern. Wir sind gespannt, was er uns jetzt anbietet. Markus Eisenbichler. Jawohl, komm, jawohl! Sven, das ist ja nicht zu fassen. Sensationell, sensationell. Und das ist genau das, was ihn halt auszeichnet. Er hat oben trotzdem noch seine Ecke drin. Aber wenn der im Hang ist, der verliert keine Höhe. Der wird so schnell, das ist brutal. Den knallst da unten rein, sensationell. Da ist er anderthalb Meter unterm Schanzenrekord. Also erwischt hat er den Sprung auf jeden Fall mal. Sonst wäre das auch gar nicht möglich aus Luke 2. Aber dann zieht er den brachial auf diesem Aufwind durch. Und das zeichnet ihn auch aus, dass er vor Weite keine Angst hat. Der zieht es komplett durch, weil er weiß, sobald er rausgeht, wird es gefährlich für ihn. Der knallt es durch, jawohl. Sehr schön. Der war geil, hat er gesagt. Der war geil. Ein bärenstarker Auftritt. Und das ist der Mann, der Bayer, der noch stärker war als Karl Geiger in der gesamten Vorbereitung. Auch gut durchgekommen. Jetzt kämpfen. Markus Eisenbichler, Landung ganz kurz unsicher geworden. Trotzdem zwei Supersprünge von Geiger wie von Eisenbichler. Die sind in richtig guter Form. Dafür wird es Abzüge geben für die Landung. Weiß nicht, ob er ganz kurz sogar den Schnee berührt hat. So sah es aus der seitlichen Perspektive. Jetzt schauen wir mal, da staucht sie ihn richtig zusammen. Nein, hat es geschafft. Dann gibt es nicht die ganz großen Abzüge und Führung für Eisenbichler. Er bleibt vor Karl Geiger. Doppelführung. Zwei Podestplätze sind möglich. Und die beiden, die jetzt kommen, die haben noch keinen Skispringen gewonnen. Daniel Huber und Andrzej Laniszek haben im Weltcup noch nicht gewonnen.